Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar ist das das erste Bike Trade Video. Und ja, ich mache jetzt einfach mal direkt, während ich so ein bisschen labere, das erste Paket auch auf. Ja, wie gesagt, das sind jetzt zwei Trades, die ich jetzt schon gemacht habe vom Bike. Wie gesagt, das Bike Video könnt ihr unten in der Videobeschreibung nochmal finden. Da werde ich das auf jeden Fall nochmal verlinken. Und im ersten Paket ist zwar jetzt nur ein ganz normaler Bike drin. Das würde ich jetzt allerdings doch einfach mal... Spielmatte. Einfach mal doch im Video aufmachen und dann haben wir gleich noch ein relativ besonderes Opening beziehungsweise ein relativ besonderes Paket, weil da sind coole Karten drin und da ist nicht nur Bulk. Ich habe zwar gesagt, ich wollte nicht gegen Ultra Rares tauschen, aber das war ein Tausch, den konnte ich nicht ausschlagen und ja, hier haben wir was ganz, ganz cooles dabei. Und zwar, Moment, gucken wir mal, dass wir das jetzt mal aufbekommen. So ist hier einmal nur Bike drin. Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall dann beim nächsten Mal noch, also beziehungsweise jetzt offscreen noch genauer angucken. Und by the way, das ist das Paket vom lieben Bär. Das heißt, von ihm habe ich das Paket bekommen. Und das sieht nach so einem ganz, ganz kleinen Extra aus. Und zwar hat er mir uns auch was ganz Kleines geschrieben. Und zwar, wäre recht nett, wenn du das Vulpix für mich signieren könntest. Natürlich, kann ich sehr gerne machen. Ich habe noch zu den 700 Karten, 11 Karten, 2 Holos dazu getan, falls ich mich bei manchen vertan habe und ich den Zuständen was übersehen habe. Falls nicht, sehe die zusätzlichen Karten als Bonus an. Liebe Grüße, Bea. Vielen lieben Dank dafür. Ui, ja, eine Lola Volnona, das kann ich dir natürlich sehr, sehr, sehr gerne signieren und dir natürlich zurückschicken. Und dann haben wir einmal ein, was ist denn das? Eine McDonald's Promo Marmolida und ein Nidoking Holo aus Triumph. Eine Hard Gold zur Silver Karte. Danke, 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 danke dafür auf jeden Fall. Wieder, das schicke ich dir dann in deinem Bike natürlich, beziehungsweise in deinen Boostern, die du von mir bekommst, natürlich noch zurück. Und jetzt, Leute, haben wir dieses wunderschöne, riesige Paket, was ich nicht onscreen bekomme. Und zwar ist das das Paket vom lieben David, mit dem habe ich auch schon mal getauscht gehabt. Und er hat auf jeden Fall die Karten sehr gut verpackt mit diesen kleinen Dingern. Ihr seht das auf jeden Fall. Gerade eben schon mal so ein ganz kleines bisschen. Hier ist der Hauptteil vom Tausch drin. Vorne sieht man schon, was drin ist. Allerdings zeige ich euch das gleich natürlich erst. Und dann hat er mir noch als ganz, ganz kleines Extra eine Ultra Pro, beziehungsweise Ultra Pro Top Loader dazu getan. Vielen, vielen Dank. Die Dinge kann ich immer gut gebrauchen. Leute, wenn ihr auch eure Karten sicher verschicken wollt und vor allem auch sicher aufbewahren wollt, diese Ultra Pro oder generell Top Loader sind einfach super für eure Karten. Die kann man auch mit diesen Penny Sleeves super kombinieren. Das ist ein sehr, sehr cooles Extra. Vielen lieben Dank. So, die Bike-Karten, da gucke ich jetzt einfach nochmal ganz kurz rein, ob da noch irgendwas Großartiges drin ist. Sieht eigentlich nicht so aus. Sieht aus, als wäre das ganz ein normaler Bike, beziehungsweise es wäre da jetzt nichts mehr Großartiges mehr dabei. Und zwar kommen wir jetzt einfach mal zu einem Brief, den er mir geschrieben hat noch. Und zwar, hi PokéPack-Player, es freut mich sehr, dass wir das mit dem Display organisieren konnten. Diesmal ja schon zum zweiten Mal, beziehungsweise der zweite Bike-Trade. Finde deinen Kanal echt super und freue mich immer, wenn du ein neues Video rausbringst. Großes Lob hat es auch verdient, dass du regelmäßig Livestreams bringst. Dankeschön, Leute, die Livestreams sind sowieso immer... sind sowieso immer top, also die Livestreams machen mir so viel Spaß im Moment, das ist Wahnsinn. Und du schaffst es, dass ich die Streams anschaue, obwohl ich das Pokémon-Spiel eigentlich nicht mag. Das freut mich sehr. Du hast es wirklich verdient, dass dein Kanal so schnell wächst. Als ich dich abonniert hatte, hattest du noch ca. 50 Abos und jetzt sind es über 1000. Das ist wirklich krass. Mach weiter so. Grüße, David, aka Pokesuchis. Und da steht jetzt noch seine Adresse drauf. Ich hoffe, die habe ich jetzt nicht so gezeigt. Wenn nicht, dann muss ich das ganz kurz rauscutten. Lieben Dank an den schönen Brief. Lieber David, da tut es mir fast schon leid, dass ich dir keinen richtigen Brief dazu getan habe. Aber du hast ja beim letzten Tausch schon was Kleines bekommen, beziehungsweise ich glaube, du hast auf jeden Fall letztes Mal schon eine signierte Karte bekommen. Wenn nicht, dann schicke ich dir noch eine zu, auf jeden Fall. Und Leute, ich würde mal so sagen, Verpackungsmaterial, wuhu, hat er das auf jeden Fall wirklich, wirklich gut eingepackt. Da kann sich der ein oder andere noch eine Scheibe davon abschneiden. Und wir haben jetzt hier mehr oder weniger sehr, sehr geile Karten drin, mitunter auch, ich sag mal, dem Heiligen Gral. Beziehungsweise damit ist zumindest mal meine Sammlung vollständig mit dem aktuellen Heiligen Gral oder Heiligen Grälen des Pokémon TCGs auf jeden Fall, die es im Moment gibt. Und auf jeden Fall haben wir auch einmal als ganz, ganz kleines Extra ein Deponitox als normale Rare-Karte. Dankeschön. Danke, danke, danke. Die ist ja auf jeden Fall nicht... Oh, noch eine? Noch eine? What?
Okay, cool. Dreimal Deponitox ist übrigens von einer sehr, sehr schönen Sache. Vielen lieben Dank. Die Karten sind super spielstark, Leute. Dann haben wir noch einen Vulnona Turbo. Dann haben wir einen Machomai Turbo. Dann haben wir einen Nidoking Turbo. Dann, Leute, kommen wir zu dem etwas besseren Stuff. Haben wir einen Volvorok GX. Wir haben ein Fuegro Rainbow Rare als GX-Karte. Und dann, Leute, eine doppelte Farblos-Energie Secret Rare. Und oh mein Gott, wegen dieser Karte konnte ich diesen Tausch eigentlich absolut nicht ausschlagen. Da. Oh mein Gott, Leute. Und die Karte ist in einer in einem super, super Zustand, so wie sie auch aus dem Booster kommt. Also, doppelte farblos Secret Rare. Yeah, ich hab sie, endlich. Dazu habe ich jetzt auch noch den goldenen Hyperball und das Kapu Falaya natürlich. Und, Leute, ich hab's. Und ich würde mal einfach mal sagen, ja, das soll es so mit diesem ganz kleinen Video gewesen sein. Wenn ihr wollt, dass ich von diesen Bike Trades, beziehungsweise wenn ich nochmal Post bekomme, nochmal Videos machen soll, dann lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da, wenn nicht, dann konstruktive Kritik. Würde mich sehr freuen und ich muss jetzt diese Karte wieder einhüllen, da wo sie herkommt. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Haut rein, bis dann und tschüss!